Hallo und herzlich willkommen bei meinem HutLB. Wir spielen heute endlich Bioshock Infinite mit mir, dem Mirko, und mit meinen zwei Co-Moderatoren, dem Nils und dem Luca. Hi. Also, auf welcher Stufe spielen wir? Ich würde mal sagen normal. Da gibt's noch schwer. Das wäre recht normal, Mirko. Schwer? 1999 Modus, dieser Hardcore Modus ist nur etwas für die Besten der Besten. Also für dich. Klar. Ne, wir starten einfach mal. Normal. Ja, ich freue mich schon richtig. Ja, fuck. Ja, ich hab es nicht gestellt, ich sehe den ganzen Chat in meinem Rennen. Ja. Alter, weg. Booker, hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Aber vor dir, genau. Ja, also, mal vorweg, dieses Spiel habe ich selber noch nicht gespielt. Ich habe nur in ein paar Videos mal reingeguckt. Willst du einfach bloß rumsitzen? Was soll ich sonst tun? Rumstehen? Nicht rumstehen, rudern. Rudern? Hatte ich eigentlich nicht vor. Dann erwartest du also, dass ich alles alleine mache. Nein, aber ich erwarte, dass du alleine ruderst. Und warum bitte? Es war doch deine Idee. Meine Idee? Ich habe klar gesagt, dass ich von dieser Übung nichts halte. Vom Rudern? Nein, das halte ich für eine hervorragende Übung. Was dann? Das gesamte Gedankenexperiment. Entschuldigung, wie lange noch? Wer ein Experiment startet, weiß, dass es scheitern kann. Aber man startet kein Experiment, wenn man schon weiß, dass man gescheitert ist. Nochmal zum Thema Rudern. Tu's doch einfach, sonst kommen wir nie an. Nein, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mir helfen würdest. Frag doch mal ihn. Er hat vermutlich ein stärkeres Interesse, dorthin zu kommen als ich. Das kann schon sein. Hat aber keinen Sinn, ihn zu fragen. Wieso? Weil er nicht rudern wird. Er wird nicht rudern? Nein, er wird nicht rudern. Ah, ich verstehe, was du meinst. Hier wären wir. Was? Sollen wir ihm sagen, wann wir wiederkommen? Wie? Würde das was ändern? Vielleicht ist ihm dann etwas wohler. Wenigstens darin sind wir uns einig. Hey, wartet hier jemand auf mich? Das hoffe ich doch sehr. Ein ziemlich schrecklicher Ort, um zu stranden. Vielleicht ist ja drinnen jemand. Ja, geh mal hoch, Booker. Mirko, Hochdeutsch. Ja. Ah, hier, Geld. Lol, Bioshock hat sich gerade minimiert. Coole Sache. Entschuldigung dafür. Ich weiß nicht, warum jetzt, aber... Entschuldigung, ich bin Booker DeWitt. Ich glaube, Sie erwarten mich. Booker, wer will dich hier erwarten? In einem Leuchtturm? Irgendwo. Oh oh. Silver Eagle. Ein Fass. Dose Bohnen. Die sind schon ein Wurst. Was Wurst? Viel Glück damit, Kumpel.
Ist jemand da? Hallo? Ich glaube, über dieses Telefon kann man keine mehr anrufen. Scheiße! Oha, hat der einen Nagel im Kopf? Ab und zu ein bisschen schmerzhaft sowas. Ja, wenn man einen Nagel in den Kopf gerammt bekommt, schon. Und dann geht's noch weiter hoch. Wie weit geht's noch hoch? Tat bestimmt weh. Ach Quatsch. Ich glaube, ach Quatsch. Wie kommst du dort hoch? Nagel im Gorn oder so. Jetzt sind wir auf dem Leuchtturm, aber da hinten ist Land. Da ist ein Fass und Silberigel. Da vorne war eine Tür. Moment mal, diese Karte. Ah, also zweimal. Ich soll mich wohl in den schicken Sessel da setzen. Ja, das glaube ich auch, Booker. Sorry Jungs, ich war ganz kurz so, unten, bin 2 Sekunden wieder da. Mach dich bereit, Pilger. Die Brücke dienen nur der Sicherheit. Was ist denn jetzt los? Das heißt nichts Gutes. Da waren nur noch zwei. Achtung! Der Aufstieg beginnt in 5, in 4, 3, 2, 1. Nein! Aufstieg! Aufstieg! Okay, Booker, ganz ruhig bleiben. 5000 Fuß. 10.000 Fuß. Halleluja! Ja, das kannst du laut sagen. Was? Eine fliegende Stadt. Ja, das sieht man auch nicht alle Tage. Schöne große Stadt. Muss mal lassen.
User joined your channel. Guten Tag. Hallo. Hallo. Kurz vor dem Markt zusammenschnauzen. Finde einen Weg in die Stadt. Das ist klar. Alter, warum zerfickt's mich immer hier? Hier liegt ganz schön viel, lieber Ivo. Na, Crash hier, für uns. Wird halt immer so verdammt wenig los. Hä? Wie? Wird halt immer so verdammt wenig los. Ja, halb zwei morgens ist nicht viel los. Oder denkst du jetzt, da geht die Hölle ab? Die Party. Weihnacht. Warum nicht, ne? Ja. Entschuldigung. Wo bin ich hier? Immer mal. Im Himmel, Freund, oder dem, was wir bis zum jüngsten Tag davon sehen. Solche Fragen behalte ich besser für mich, sonst fliege ich noch auf. Ja, Bugger, ich auch. Hier ist noch. Oh. Ich muss zusehen, wie ich hier rauskomme. Ja, ist okay, Bugger. Vielleicht müssen wir hier mal das ganze Silberigel einsammeln. Ordentlich Money. Ah, ein Voxophon. Was von am Anfang? J. Liebe den Propheten, denn er liebt den Sünder. Liebe den Sünder, denn er ist du. Aber gäbe es keinen Sünder, wozu bräuchte man einen Erlöser? Gäbe es keine Sünde, wozu bräuchte man Vergebung? An dem hier vorbei. Und jedes Jahr an diesem Tage erneuern wir unser Bekenntnis zu unserer Stadt und unserem Propheten Vater Comstock. Wir erneuern es durch Opfer und Danksagen. Und indem wir eintauchen in die süßen Wasser der Taufe. Und sehet, hätte der Prophet unsere Feinde bei Wounded Knee vernichtet und das Sodom unter uns nicht verflucht, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur das Sodom unter uns verflucht, nicht aber die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur die drei goldenen Geschenke der Gründer angenommen und nicht für unsere Erlösung gebetet, es wäre genug gewesen. Hätte der Prophet nur... Ist das ein Neuer aus dem Sodom unter uns? Angekommen in Columbia, um sich reinzuwaschen vor unserem Propheten, unseren Gründern, unserem Herrn? Ich suche nur den Weg in die Stadt. Den Weg in die Stadt? Bruder, der einzige Weg nach Columbia führt über die Wiedergeburt in den süßen Wassern der Taufe. Willst du geläutert werden, Bruder? Entweder das oder umkehren und wieder in die Rakete steigen. Hey! Ich taufe dich im Namen des Propheten, im Namen der Gründer und im Namen unseres Herrn. Ich weiß nicht, Brüder und Schwestern, aber gereinigt sieht er noch nicht aus. Der ertränkt uns. Wer ist da? Wer ist da? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Was wollen Sie? Wir hatten eine Abmachung. Öffnen Sie diese Tür. Sofort. Ich hab doch gesagt. Ugh!
Skepsis zur Realität machen. Nein, denn Stolz erschafft keine Realität. Dieser Idiot von Priester sollte sich mal den Unterschied zwischen Taufen und Ertränken klar machen. Ich muss mir einen markanten Punkt suchen und rausfinden, wo ich bin. Unser Prophet füllt die Lungen mit Wasser, auf dass sie die Luft umso mehr lieben. Ehe du den Delaware überquertest, mit flammendem Schwert auf Engelsflügeln, behüte mich. Und gib mir Kraft. Ein Rebell gegen Ignoranz und Tyrannei. Teile deine Weisheit mit mir. Beim Schwert und der Rolle und den Schlüssel. Amen. Der Zufall gibt noch Glück. Dass eine Stadt fliegt, heißt nicht, dass keine Idioten drin wohnen. Also gut, ich muss das Mädchen finden. Oh nein, Mr. Rosignol. Das ist ein Penner. Macht Mark täglich. Mr. Rosignol, sieh schlimmer. Verdammt lässig. Das mag ich wohl nicht rechtzeitig andocken. Gestern musste ich die Gondel nehmen. Dicht an dicht mit lauter Gesindel. Morgen? Freut mich sehr. Perfekter Tag für die Feier. Vater Comstock muss das vorhergesehen und genauso geplant haben. Genau. Diese Statue. Ich finde, sie bringt Vater Comstocks totale... Mögen gibt's nicht für eine Liberty Scout. Da zählen keine Wünsche, nur Pflichten. Ich sag dir, Saltonstall ist der Richtige. Der ist für Glaube, Familie und Vaterland. Wer kann da schon dagegen sein? Engagieren Sie niemals einen Künstler, mein Lieber. Sie sind einer wie der andere. Launisch und unzuverlässig. Aha. Ich sage eben, der Park ist meilenweit hinter dem Zeitplan zurück. Die Landschaft ist erst halb fertig. Die Statue wurde noch nicht geliefert. Vox Populi hier, Vox Populi da. Was heißt Vox Populi überhaupt, verdammt? Das ist Latein, es heißt... Latein. Columbia, Jahrmarkt und Verlosung. Er ist stark beim Schwert, aber recht schwach bei Schlüssel und Rolle, wenn er mich fragt. Wolkenloser Himmel, milde Temperaturen, leichten Wind aus unterschiedlichen Richtungen am Nachmittag. Kurz und gut, schönstes Feiertagswetter, Columbia. Und nun wieder Musik. Bitte sehr. Gerade das Ganze ist über Igel ist der Kiste geklaut. Merkt ja keiner.
Ja, fünfter. Möchten Sie eine Nelke zum Anstecken? Wir sammeln für die patriotische Mädchenliga. Vielleicht ein andermal. Würde sich aber toll machen an Ihrem Revers, falls Sie sich's anders überlegen. Ich bin hier. Steigt ins Taufwasser. Als anderer Mensch entsteigt er ihm, wiedergeboren. Aber wer ist dieser Mann, der da untergetaucht ist? Vielleicht ist er Sünder und Heiliger in einem, bis ihn die Menschheit wieder erblickt. Solches Gerede fällt auf. Werd mir bloß nicht so ein Finkenradikaler, John. Ich will keine Rolle in dem Stück. Ich heirate einen Vox Populi. Klar? Klar, Mann. Ah, hier finde ich Sie, haben Sie gesagt. Telegramm für Sie. Hm. Telegramm für Sie, Sir. Der Whitstop. Machen Sie Comstock nicht auf sich auf. Ja. Max Armstrong. Okay. Was immer Sie tun, ach, genau. Nicht Nummer 7710. Stop. Ich sag nur mein beliebter Spruch. Was zum. Hier kommst du dir von Arsch rauf. Perfekt. Geh nach. Guten Tag, mein Freund. Gut beobachtet, hallo. Nils. Sie das Mädchen. Hallo. Guten Tag. Achtung, kleines Bandit. Ich auch nicht. Das sagt ihr in Dauer. Würdet ihr mir glauben? Wollen wir reingehen? Dass ein Mensch einen tonnenschweren Hengst einfach hochheben kann. Würdet ihr das glauben? 4, 3, 2, 1, go, 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 go. Komm. Oh. Das sind keine Hirngespinste. Das sind keine Ammenmärchen. Ich bin bei Feind. Nein, Herrschaft. Ich spreche von Kräften. Produziert von Mr. Jeremiah Fink persönlich. Wer von euch hat die göttliche Gabe einer Kraft schon versucht? Junger Mann, junge Dame, versuchen Sie die unglaubliche Kraft, Bocken da Bronco! Soll etwas gehoben, gerückt, geworfen oder umgestützt werden? Bocken da Bronco! Trinken Sie den Teufel, Sir, und treiben Sie ihn aus! Haben Sie das Zeug dazu? Ja. Und da ist Teufel Nummer 1! Wir kommen jetzt unserem Band bei voll fetten 25 Minuten. Wir haben einen Gewinner! Hier, mein Freund, denken Sie dran, soll etwas gehoben, gelüft, geworfen oder umgestützt werden? Bockender Bronco ist die Lösung! Diese Vox Populi wieder mal! Das Pack rennt herum, verbreitet Lügen und sät Zwietracht! Keine Angst! Hier. Guter Mann, jetzt ziehen Sie und holen Sie diese Box vom Himmel. Treffen Sie genug, gibt's einen Preis. Davon. Vom Himmel gepflückt. Oh, nee. Sie müssen sich stehen. Auf der Schuss. Hier, liebe YouTuber, hier ist wieder die Jugend von heute. Equipped Mechanical, der automatische Hengst. Das Pferd der Zukunft, schon heute.
Ja. Hattax! Hattax! Boxerfone! Boxerfone! Hören Sie heute, was Sie gestern sagten? Sagen Sie etwas, Freund! Was ist ein Boxerfon? Was ist ein Boxerfon? Wie der Name sagt, ein Stimmenwiedergabegerät. Hey, aber zahlen tue ich dafür nichts, klar? Nur eine Demonstration, Sir. Die geht um. Wer gebietet ihr Einhalt? Hey, Sie, geschickt mit dem Gewehr? Hier haben wir einen Mutigen. Also, schießen Sie auf die Box, wenn Sie erscheinen. Treffen Sie genug, sinkt ein Preis. Wenn Sie die Anarchistin Daisy Fitzroy erwischen, lege ich noch was drauf. Nein, vielleicht. Wie er im Buch. Zweiter Platz von was? Ein Schießstand. Ja. Oh, das ist ein Skill. Ist ein Mensch oder eine Maschine? Nur kolumbisches Genie konnte solch ein Wunder erschaffen. So war schon mal gesehen. Hat ein Automat schon mal ihr Geld geschluckt und dann gestreikt? Hat ein öffentliches Telefon mit ihrer Liebsten verbunden? Ja, Klette. Mit einem Flüstern hören dir alle zu. Bullshit, hab ich geile Karre. Geschmacksrichtungen. So viel? Was ist so falsch an Vanille? Sorry, mein Freund. Der Jahrmarkt ist restlos ausverkauft. Der Eintritt ist daher Würdenträgern und VIPs vorbehalten. Schätze, ich zähle nicht dazu. Ach, sieh an, der Abgeordnete Buford. Ihr Platz ist reserviert. Wieso habe ich Sie Kopf oder Zahl? Kommt, lasst mich durch. Kopf oder Zahl? Was würdest du sagen, Jens? Ich sag immer Zahl. 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 Das hat 8 Zahlen. War klar. Zahl. Das ist nie so befriedigend, wie ich es mir vorstelle. Kopf hoch. Nächstes Mal klappt's. Ja, wahrscheinlich. Hier kann ich mir dann das Salze. Gesundheit. Alter, ich habe Mercedes, McLaren, gepimpt mit Spoiler und. Oh shit. Wann hast du den gekriegt? Den Prachtkerl hier? Die ganze Abteilung hat jetzt solche. Wenn wir die Box aus dem Skyline-System kriegen sollen, brauchen wir bestes Material. Wow. Ah, gibt's da noch einen? Madame Lutèce, ich habe all Ihre wissenschaftlichen Bücher gelesen. Mutter sagt, das sei keine Beschäftigung für eine Lady. Aber ich glaube, sie ist nur neidisch, weil Sie so klug sind. Stimmt es, dass nur Sie das Mädchen in dem Turm besuchen dürfen? Wenn das Lamm auch einsam ist, würde ich es gerne besuchen, denn wir hätten viel gemeinsam. Herzliche Grüße, Constance.
So. Was zum... Also, liebe hiermit... Ja. Verabschieden wir uns. Ja, genau. Und noch eine kleine Ansage kurz. Wahrscheinlich wird auch morgen die erste Folge Tomb Raider noch kommen von mir. Wahrscheinlich auch von den Nils, noch keine Ahnung, ob es nicht ist. Gut. Nils, was möchtest du jetzt sagen? Also von mir wird es wahrscheinlich eher kein Tomb Raider Let's Play geben. Also das überlasse ich dann dem Mirko. Dazu wollte ich noch was sagen, dass hier der Luca und der Mirko morgen wahrscheinlich auch noch so ein kleines Black Ops Zombie Gameplay hochladen werden. Auch noch was Call of Duty Ghosts angeht, noch eine kurze Info, also aufnehmen ganz ohne Bugs und was weiß ich geht immer noch nicht, also auch hier wahrscheinlich für die nächsten Tage, wenn nicht sogar Wochen, Monate erstmal keine Gameplays oder Let's Plays, weder vom Singleplayer noch Multiplayer, aber alle anderen Projekte, Fallout New Vegas, The Walking Dead Skill wird wohl noch weiter auf jeden Fall bestehen bleiben. Jo. Ansonsten, war es das schon so mit Ankündigungen? Ja. Also, ja. Ich hab keine Ahnung, ja, dann darf ich sagen, ich einmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ja.